Freitag wird es mit 35 bis örtlich 39 Grad nochmals brütend heiß. Nur entlang der Küsten ist es mit 28 bis 33 Grad etwas erträglicher. Dazu scheint vielerorts erneut von früh bis spät die Sonne, nur westlich des Rheins sowie Richtung Alpen sind im Tagesverlauf in zunehmend schwüler Luft schon einzelne Hitzegewitter möglich. Am Samstag gelangt in die Südwesthälfte allmählich kühlere Luft. Dort liegen die Höchstwerte dann nur noch bei 25 bis 31 Grad. Allerdings entladen sich dazu dann verbreitet auch heftige Gewitter. Es kann starke Regen, Hagel und Sturmböen geben. Im Norden und Osten hingegen spürt man davon noch kaum etwas. Dort bleibt es sonnig und bis zu 33 Grad heiß. Für Sonntag sieht es dann auch für den Nordosten nicht mehr so heiß aus, jedoch gibt es dort voraussichtlich unwetterartige Gewitter. Nach Südwesten hin fällt bei Temperaturen unter 25 Grad zeitweise Regen. Nach einem noch wechselhaften Wochenstart beruhigt sich das Wetter wahrscheinlich und die Luft fühlt sich deutlich angenehmer an.